Also so ein typisches Klischee ist natürlich, der arbeitet nur sonntags. Ne? Und dann haben jetzt in der Pandemiezeit, Corona, manche gefragt, macht er überhaupt noch irgendwas? Weil Gottesdienste fanden auch nicht mehr statt. Super, der hatte jetzt irgendwie lange frei. Ja, und manchmal neckt man mich damit, dass man sagt, ah, du bist ja Dorffahrer, du bist eigentlich nur unterwegs und isst Schnittchen und Kuchen. Ne? So irgendwie auf Beerdigungen und bei Besuchen. Ja, mein Name ist Tim Winkel. Ich bin 39 Jahre alt und bin Pfarrer hier in der Kirchengemeinde Dreieinigkeit im Kirchenkreis Siegen. Warum wird man Pfarrer? Ja, es war die Konfirmandenarbeit im Endeffekt. Also ich komme aus einer Familie, die klassisch volkskirchlich ist. Und dann kam der Konfirmandenunterricht und da hat so angefangen mit einem Interesse für Kirche und gleichzeitig im Religionsunterricht so diese Verbindung von Religionsunterricht und eben kirchlicher Arbeit. Bin dann angesprochen worden, so eine klassische Vita so ein bisschen, ne, meinem Heimatpfarrer, ob ich nicht mir vorstellen könnte, in der Jugendarbeit mitzumachen, Konfi-Arbeit auch, und bin dann so im Gottesdienst auch drin gewesen, Abendmahlshelfer, Lektor und sowas. War eher der Pfarrer, der dann so sagte, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, Pfarrer zu werden? Dann habe ich immer gedacht, nee, ich will Lehrer werden, Pfarrer mal noch nicht. Die Familie fing schon immer an und sagte, ach, unser Herr Pfarrer. Ja, und das war es dann aber nicht. Aber irgendwann habe ich tatsächlich gedacht, naja, kannst du ja mal zu dieser Infoveranstaltung der Kirche gehen, die es gab, und mal informieren, um was es da eigentlich so geht. Und das habe ich auch gemacht, relativ zeitig. Wusste dann ungefähr seit der Oberstufe, dass ich dann doch diesen Weg gehen möchte. Was mache ich den ganzen Tag? Also ist ganz viel Schreibtisch. Ich bin eher so ein Frühaufsteher und kann nicht mehr so abends spät dann noch bis nachts am Schreibtisch sitzen. Ich bin also ziemlich oft morgens mit allen Sachen unterwegs. Irgendwelche Notizen, Telefonate, gut, die kann man dann ab 8, halb 9 erst anfangen, aber diese Dinge zu regeln, da mache ich ganz viel Orga. Und dann geht es eigentlich normalerweise los zu besuchen morgens. Geburtstagsbesuche, Seelsorgebesuche. Oft ist auch so, dass eben die Gemeinde ab 9 geht das Telefon dann auch in die Richtung, dass ganz viele Anfragen kommen. Irgendwann natürlich auch Predigtvorbereitung. Das ist immer noch so die größte Krux in der Woche, das wirklich unterzukriegen, auch ordentlich genug Zeit nehmen. Und ganz viele Sitzungen, Gespräche. Ja, und daneben die klassischen Aufgaben, die, glaube ich, auch meistens im Fokus stehen: Beerdigungen, Trauungen, Konfirmandenunterricht. Und nebenher noch so ein bisschen auf den anderen Ebenen unterwegs. Kirchenkreis, klar, Synode in Ausschüssen, Erwachsenenbildung, Landeskirche, Landessynodaler. Da kommen natürlich auch noch mal ganz andere Erfahrungen rein. Es ist tatsächlich, also ich weiß ja, dass das Werbevideo ist im Endeffekt, aber es ist tatsächlich, es ist mein Traumberuf. Und ich würde es auch noch mal so machen, weil es einfach eine wahnsinnige Freiheit hat. Dieses von heute Morgen noch Taufgespräch ausgemacht, jetzt gleich nochmal in der Diakonie, Büro, Strukturen und so fragen, Beerdigungen, die anstehen. Also man hat wirklich vom Anfang des Lebens bis zum Ende mit Menschen zu tun und darf sie begleiten.